Wir leben in unsicheren Zeiten des Umbruchs. Die meisten Menschen beschäftigt das, was sie um sich herum sehen, die Veränderungen, die sie spüren. Auch wenn es nicht alle Menschen genau benennen können, was alles nicht stimmt, spüren es doch die allermeisten, dass die Menschheit sich in eine Richtung entwickelt, die nicht gut ist. Dass sich Stück für Stück eine Dunkelheit ausbreitet, die wenig mit dem göttlichen Licht zu tun hat und ganz sicher keine positiven Zukunftsaussichten beinhaltet. Deshalb haben sich unsere Organisationen, die Christliche Seelische Kirche, der Marienorden der Königin des Himmels und der Orden Ordo Templi Christi e Seniorum, zu einem Projekt zusammengeschlossen, für das Licht Gottes durch unsere Gebete zu kämpfen, damit unsere Zukunft eine lichtvollere wird. Ein altes, jetzt wiederentdecktes Gebet ist das Gebet für Gottes Gnade, welches genau für solche Krisenzeiten geschaffen wurde. Aber nicht nur für solche globale Krisen, sondern auch für die kleinen und großen Krisen im Leben eines Menschen stellt es eine große Hilfe dar, sofern es mit der nötigen Inbrunst und Haltung gebetet wird. Wir laden jeden Menschen dazu ein, dieses Gebet mit uns zusammen zu beten, für sich selber, also für die positive Entwicklung der Menschheit. Herr, du bist gut und du bist mächtig. Du bist einzigartig und lebendig. Du passt die ganze Zeit auf mich auf, auch wenn ich es nicht verdiene. Gelobet seist du, Jesus. Du bist der Herr. Führe mich zu denen, denen ich helfen soll, Herr. Lass sie sich erheben und deinen Namen rufen, o Herr. Lass diejenigen sich erheben, die dich lieben, die dich suchen und dir vertrauen. Lass sie sich erheben. Lass sie sich erheben. O Herr, wir brauchen ein Herr von Gläubigen, die sich nicht deines Wortes schämen. Wir brauchen eine Armee von Gläubigen, Herr, die bereit sind, dir zu folgen und dein Wort zu achten und zu preisen. Lass sie sich erheben, Herr. Lass sie sich erheben. Ich bete für Harmonie unter jenen, die dich lieben. Ich bete dafür, dass du ihnen die Augen öffnest, damit sie die Wahrheit in deinen Worten sehen werden, Herr. Mögest du über uns alle deine schützende Hand halten und uns führen. Ich bete für eine Generation, die Licht in diese Welt bringen wird, Herr. Die sich keinem Druck beugen wird und mutig zu ihrem Glauben steht. Lass sie sich erheben, Herr. Auf dass sie verkünden, dass Jesus Christus für uns gelitten hat, zu unserer Rettung. Möge es ein Herr von Gläubigen geben, die bereit sind, mit dem Wort für dich zu kämpfen, Herr, und dich aus tiefstem Herzen lieben und deine Worte ehren. Herr, ruf uns zum Kampf auf dass wir dich zum König der Könige, zum Herrn der Herren ausrufen. Dafür bete ich aus tiefstem Herzen. Lass sie sich erheben, Herr. Lass sie sich erheben. Amen.